mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. "Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved." "I will do my best to save him, my lord," Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. "Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins." "I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee," Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. "You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you." "Yes, Lord, anything," Isaac's mother begged. "To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else." "Yes, Lord," she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Ja, so beginnt das also. Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb und fangen Entschuldigung, ganz von vorne an. Wie ihr sehen könnt. Tja, da wir ganz von vorne anfangen, gibt's leider nur den kleinen Isaac. Die anderen müssen wir erst noch freischalten. Tja, und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal gleich an. So. Hier in diesem Startlevel könnt ihr gleich nochmal die Steuerung sehen. Ganz simpel gehalten das Ganze. Und sobald Gegner da sind, wie hier diese kleinen Fliegen, müssen wir die halt mit unseren Tränen schön abschießen, sodass die dann draufgehen. So dass wir am besten nicht sterben. Das wäre optimal. Und am besten schön wenig Energie verlieren, dass wir es vielleicht auch ein bisschen weiter schaffen als durch das erste Level. Wäre schon ganz schön. Na, wir versuchen das mal. Ah, da kriegen wir noch ein bisschen Energie. Das ist super. Ja, The Binding of Isaac ist angelegt wie Zelda. Ähnlich wie bei dem Spiel Super Meat Boy, was ja angelegt war an Super Mario, ist The Binding of Isaac halt angelegt an Zelda. Nur, dass man halt nicht auf einer offenen Weltkarte rumläuft, sondern halt nur in Dungeons, wenn man das so nennen will. Wie ihr am Vorspann schon gesehen habt, ja, so schnell stirbt sich das. Das war wohl nix, das machen wir gleich nochmal. Und verschwenden gleich unsere Bombe. Super. So macht man das. Oder auch nicht. Tja. Also, wenn Isaac wirklich da in den Keller gesprungen ist, oder was auch immer, dann möchte man sich doch fragen, also, sieht das in meinem Keller auch so aus? Also, wenn ja, dann möchte ich da nicht runtergehen. Aber wir hoffen mal, dass das nicht so ist. Und das passt denn schon. Aber die Mutter hat auch einen voll verschossen. Da von wegen, oh Herr, ja, ich bring meinen Sohn um, gar kein Problem. Geht sofort los, wir hätten sie es gern. Am Stück, tranchiert, wir machen alles, gar kein Problem, gar kein Problem. Alles wird gemacht, Herr. Naja. Oh, schöne Vollbomben. Und in diesen goldenen Räumen gibt es immer Items, die einen dann besser machen oder in diesem Fall auch gar nichts bringen. Tja, Ja gut, jetzt haben wir so eine extra Bombe, wenn man das so nennen will. Die Items laden sich auf jeden Fall auf und werden über die Leertaste benutzt. Tja, wenn man natürlich die falsche Taste drückt, dann geht das auch. Oh, die lächelt so schön, die Bombe. Tja. So, jetzt wie ihr gesehen habt, habe ich mein Item benutzt und jetzt dauert das erstmal ein paar Räume, wo aber wohlbemerkt Gegner sein müssen, bevor sich das Item wieder auflädt. Und vielleicht kriegen wir es ja noch hin vor dem Boss, das Item aufzuladen, aber... Oh, und da ist schon ein kleiner Zwischenendboss, Wrath. Ja, der drängt mich jetzt schön in die Ecke, diese perverse Sau, und schiebt mir hier seine Bomben unter den Arsch. Das muss nicht sein. Hier, willst du die nicht zurückhaben? Ich brauche die nicht. Ist okay. Hier, behalt das. Ist schon gut. Ist schon gut. Kannst alle Bomben für dich haben. Ich brauche die nicht. Na komm. Jetzt geh drauf. Ich will nicht sterben. Du darfst... Oh, das läuft aber auch wie so ein Länderspiel. Na, einmal versuchen wir es noch. Ah, wunderbar. Und gleich hier den Item-Raum. Was kriegen wir hier? Oh, das ist schön, das ist schön. Da lächeln wir gleich. Ein paar Drogen sind immer gut. Drogen sind gut. Nee, nee. Nur in diesem Spiel sind Drogen gut. Ansonsten sind Drogen böse. Ganz doll böse. Aber wir lächeln so schön. Oh, du willst Herzen haben? Kriegst du aber nicht. Geh dir woanders welche klauen. Ja, das Schöne ist auch, die Räume werden immer wieder automatisch und per Zufall gesetzt. Aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass ich hier die doofen Räume kriege. Na, wer weiß das schon so genau. Das ist ja immer so eine Ansichtssache. Entweder man kriegt die doofen Räume oder man stellt sich extrem doof an. Das kann jeder für sich entscheiden, wie das ist. Aber ich sag mal, ich kriege die doofen Räume. Das gefällt mir besser. Da haben wir einen schönen Schlüssel, damit können wir die Schlösser öffnen und uns was kaufen in den Items-Shops. Aber wir haben erst eine Münze, das lohnt sich noch nicht so richtig. Deswegen warten wir damit mal noch. Tja, da ist so ein schöner anderer Kackhaufen. Da ist so eine kleine Fliege drum. Wenn wir den wegmachen, dann wird die Fliege so ein bisschen aggro. Aber das macht nichts. Haben wir schon wieder die Bombe verschwendet. Hätten wir auch mal den Geheimraum suchen können. Naja gut, du kriegst immer noch keine Herzen. Bleib da. So, vorsichtig. Und dann gucken wir mal nach dem ersten Boss. Oh, Widow. Widow, die kleine böse Spinne. Na, dann versuchen wir es doch mal. Und gleich in Champion-Form. Diese farbigen Viecher, wenn die Endbosse andersfarbig sind als normal, haben die immer Spezialfähigkeiten. Dieser Widow hat jetzt, ach, was weiß ich, gibt es bestimmt im Internet irgendwo eine Seite, wo alles steht, was der jetzt ganz Tolles kann. Der kann jedenfalls was ganz Tolles. Aber das interessiert uns nicht so viel. Wir wollen den jetzt platt machen, weil wir das können. Wir behaupten es jedenfalls, dass wir das können. Und versuchen das doch einigermaßen. Ja, gleich ist er tot. Jetzt haben wir noch die kleine Spinne da weg. Und dann kriegen wir doch mal hoffentlich was Gutes, was man gebrauchen kann. Oh, wunderbar. Jetzt sehen wir aus wie diese kleinen Figürchen, wenn man da auf die raufdrückt, dass die Äuglein rausquellen. Das ist doch schön. Sehen wir auch gleich viel romantischer aus. So. Und die nächste Etage. Mal gucken, was uns hier erwartet. Schön viele Spinnen und Spinnennester. Die machen wir mal gleich kaputt. So, geh kaputt. Schön. Und was haben wir hier? Oh, noch mehr Spinnen. Überall Spinnen. Für Leute, die eine Arachnophobie haben, ist das Spiel vielleicht nicht so gut, aber für alle anderen geht das schon. Die mit der Arachnophobie sollten einfach hoffen, dass da keine Level mit Spinnen kommen. Oh, und da ist wieder so ein Mini-Endboss. Ja, der ist ganz toll, der schmeißt hier mit Bomben um sich, als ob heute Silvester wäre. Nur leider macht ihm das überhaupt keinen Schaden, sondern nur uns. Naja, geht immer noch schlimmer, aber da hätten wir ihn. Da wir noch kein Item haben, nehmen wir mal das Antichristen-Kochbuch mit und gucken doch mal, wo wir das einsetzen. Vielleicht finden wir irgendwo einen schönen Raum mit schön vielen Gegnern. Das war's nicht, das ist es. So, viel Spaß damit. Oh, und alle verfehlt. Naja, jedenfalls die beiden total verfehlt. Was soll's, das macht ja nichts. Die kriegen wir trotzdem noch. Komm, so. Herzen haben wir erstmal genug. Oh, diese Fleischspatzen, die schießen diagonal. Ne, diagonal schießen diese Gischviecher, die schießen einfach nach oben und unten. Horizontal und vertikal. So, weg ist er. Das Dynamit sprengen wir jetzt auch nochmal. So, und sobald man die erste Welt-Level-Dungeon-Abschnitt geschafft hat, ist es so, dass wenn man zu den Item-Räumen will, man immer einen Schlüssel braucht. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das nehmen wir uns doch gleich mit. So, da noch das Feuer ausmachen. Ja, das ist doch schön. Jetzt haben wir schön viele Silberherzen. Der Nachteil an den Silberherzen ist, dass immer wenn man getroffen wird, werden die zwar zuerst abgezogen, aber man kann sich die wie so eine Schutzweste vorstellen. Wenn die kaputt ist, ist die halt kaputt. Da ist nichts mit auffüllen oder sonst was. Deswegen sind die roten Herzen an sich besser. Jetzt gucken wir hier nochmal, ob hier vielleicht so ein schöner Geheimraum ist. Oh, da haben wir gleich Glück. Das ist super. Aber nur eine Slot-Maschine. Na, wir zocken mal. Wir zocken mal. Mal gucken. Schlüssel, das ist doch schon gut. Und gib mir noch was Schönes. Oh, eine Pretty Fly. Die kann man immer gebrauchen. Die wehrt nämlich schön die Angriffe ab, wenn wir Entschuldigung, wenn wir mal Glück haben und die Angriffe denn die Fliege treffen würden anstatt uns. Und noch eine Bombe, schön. Und nix. Zweimal können wir noch. Oh, noch eine Münze. Können wir immer noch zweimal. Tja, wenn wir jetzt Glück haben sollten und jetzt kommt da noch ein Dollar raus. Ein Dollar, nicht ein Cent. Nee, kommt nicht. Schade. Denn hätten wir gleich einen Charakter freischalten können, nämlich den Cain. Der hat nämlich den schönen Lucky Food, den Glücksfuß bei sich. Ja, der soll angeblich ein bisschen mehr Glück haben. Ich finde ja nicht, aber vielleicht ist das ja bei euch anders. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, mit welchem Charakter ihr persönlich am liebsten spielt. Also ich persönlich spiele am liebsten mit Judas. Sobald er freigeschaltet ist, werde ich den dann auch erstmal nehmen. Tja, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber eigentlich bin ich ja der Ansicht, mehr Schaden ist mehr Schaden. Und wenn man nur einen Dachschaden hat. Aber das macht nichts, das kann man haben. Oh, der kleine Pin. Der zaubert hier rum. Aber wirklich doll ist er auch nicht. Bis jetzt konnte er uns ja noch nicht einmal treffen. Entschuldigung. Aber vielleicht schafft er es ja noch. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist er auch tot. Oh, und da haben wir was freigeschaltet. Die radioaktive Spinne. Wir nehmen uns erstmal unseren Gegenstand. Der erhöht unsere Schussgeschwindigkeit. Das kann man immer gebrauchen. Und da ist jetzt so eine schöne Teufelstür. Da könnten wir jetzt Herzen... Oh, was ist denn heute los? Da könnten wir jetzt Herzen gegen Sachen tauschen. Da wir aber bloß 3 richtige Herzen haben, lassen wir es mal lieber. Und gehen gleich weiter. Weiter, weiter, weiter. Komm, nicht lange irgendwas, was dir passiert ist. Das interessiert keinen. Oh, Curse of the Labyrinth. Sorry. Tja, Curse of the Labyrinth bewirkt, dass das Ganze hier größer wird, wenn ich mich recht entsinne. Gab auch irgendwie Curse of Fog oder Curse of Darkness. Da hat man dann nichts mehr gesehen. So, dann nehmen wir mal das Antichristen-Kochbuch und hoffen. Jo, alle weg. Alle weg mit einem Schlag. Und eine schöne Tarotkarte. The Hierophant. Ja, was war das nochmal? Werden wir nachher noch herausfinden. Wir probieren die nachher gleich mal aus. Komm her, kleine Spinne. Aber wir haben auch ein Glück mit den Spinnen. So viele Spinnen hier. Der erste Endboss war auch eine Spinne. Ah, ganz schön versponnen das Ganze hier. Ah, die Gegner kann ich ja leiden. Die schießen hier schön mit ihren Giftkugeln und machen einen das Leben schwer und treffen ganz toll. Das können die nämlich. Ich nicht. Aber wenn man das kann, kann man das. Die können das halt besser. Na, die spucken auch, aber nicht so viel. Und das ist auch neu bei Wrath of the Lamb, dass Feuer gibt, das so ein bisschen gnatschig auf einen ist, das einen dann auch so ein bisschen angreifen will. Aber das geht schon. Oh, die kann ich am meisten leiden. Die kann ich am meisten leiden. Das sind so eine richtigen Hassgegner. komm. Nimm mal ein paar Bomben. Schieß mal ein paar Bomben hier hin. Schön. Schön um die Hälfte dezimiert. Das ist gut. Aber wir haben aber auch noch kaum Schaden drauf auf den Jungen. Ob das diesmal überhaupt was wird? Ich sehe das noch nicht so. Der arme kleine Isaac. Da will seine Mutter ihn abstechen. Bloß weil Gott ihr das befiehlt. Nee, also, das ist ja eine gemeine Mutti. Und alles, was der kleine Isaac will, ist überleben. Naja. Manchmal ist das so im Leben. Tja, jetzt haben wir zwar das Boss-Level gefunden, aber leider noch nicht den Item-Raum. Dem würde ich gern vorher noch einen Besuch abstatten. Wir haben ja schließlich noch einen Schlüssel. Und mal gucken, ob wir da noch was Schönes abstauben können. Was zu gebrauchen ist, wäre nicht schlecht. Nee, Gegner sind nicht so zu gebrauchen. Die können wegbleiben. Na, Vorsicht, Vorsicht. Kommt. Probieren wir nochmal das Christenbuch. Das Christenkochbuch. Ja, das hilft ja besser als erwartet. Das habe ich ja sonst eigentlich nicht so gerne mitgenommen, aber vielleicht ändert ich meine Meinung da. Hier unten ist noch so ein Kampfraum. Na, bei einer roten Truhe ganz bestimmt nicht. Da kann man, wenn man dann gegen bestimmte viele Gegner kämpft, denn das tolle Item, was man da kriegt, behalten. Naja, ansonsten würde man auch sterben, wenn man es nicht schafft. Aber für eine rote Truhe nicht. Für eine goldene Truhe vielleicht. Aber für eine rote Truhe, ne. Das ist es nicht wert. Oh, wir machen so wenig Schaden. So wenig Schaden. Warum geht ihr nicht einfach tot? Sterbt. So ist gut. Und du jetzt auch. Sei brav. Stirb. Super. Noch eine Münze. Da haben wir schon 16. Oh, das sind so eine kleinen... Ah, wie hießen die? Wie hießen die? Der eine hieß... Der große... Na, ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall sollen die Gier darstellen. Also nicht die kleinen hier, sondern der große davon. Und der taucht manchmal, wenn man richtig Glück hat, in so einem Shop auf und versaut einem das denn, wenn man denn mal genug Geld hat, um in den Shop zu gehen. Und die kleinen hier, die nerven einfach bloß rum und zocken einem ein bisschen Geld. Tja, da haben wir, wie ich gerade sehe, schon wieder schön an Herzen verloren. Und holen, nehmen mal unsere Tarotkarte und machen das wieder gut. Oh, das ist ja ein super Level. Das ist ja schön. Überall Spinnen. Aber dank dem guten Christenkochbuch mit den ganz vielen Bomben drin, haben wir es ja einigermaßen noch überleben können. Na, kriege ich das? Kriege ich das? Kriege ich das? Ja, aber trotzdem verletzt. Gut. Tja, genau das Item wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber wenn wir nichts anderes kriegen, dann nehmen wir das halt mit. Ja, Mams Binde. Die kann man mitnehmen. Super, das war Verschwendung. Aber vom Feinsten. Kriegen wir wenigstens hier noch was raus. Das wäre ein... Jo, ein weißes Herz ist sehr gut. Wenn wir schaffen, den Endboss zu besiegen und das weiße Herz dann noch haben, dann kriegen wir nämlich einen Herzcontainer dazu. Wenn wir zwei weiße Herzen hätten, dann würden wir sofort einen Herzcontainer bekommen. Oh, Schlüssel ist auch gut. Aber müssen wir auf jeden Fall hierher zurückkommen, wenn wir den Boss gekillt haben. Hauptsache wir denken auch dran, sonst bringt das Ganze nichts. Oh, der gibt heute aber gut. Der gibt gut. Und ich sage Mitte. Falsch. Gut, reicht erstmal. Hier kann man halt so ein bisschen rumzocken. Aber jetzt nicht. Das dauert sonst alles zu lange. Viel zu lange. Das wollen wir nicht. Deswegen rennen wir jetzt erstmal zurück. Machen den Boss fertig. Wir klatschen ihm nämlich Mams Binde um die Ohren. Und das findet er nicht so lustig. Das findet er abturn. Und dann wird er erstmal so ein bisschen erstarren deswegen. Und dann klatschen wir ihn weg. Hoffen wir doch mal. Und vielleicht gibt es ja dann auch mal ein vernünftiges Item. Ansonsten öffnen wir nachher noch die Truhe, wenn wir eh schon auf dem Weg zurück sind. Wir haben ja jetzt genug Bomben und Schüsse. Dann schauen wir mal. Oh, die weitere Form von Duke of Fly. Schön. Und klatscht die Binde ins Gesicht. So, und jetzt erstmal schön abknallen den Jungen. Da, 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 da. Oh, der schießt hier schon feucht fröhlich rum. alles was geht, schön fliegen, schön spinnen. Also mit den Spinnen habe ich echt gepachtet für dieses Level, für dieses Spielen hier. Überall Spinnen. Spinnen, Spinnen, Spinnen. Oh, nicht gut. Jetzt stirb, stirb. Komm, sei so fair und geh drauf. Sehr schön. So ist gut, so ist gut. Nur noch die Fliegen hier dezimieren und dann haben wir es auch geschafft. Hey, nicht auf mich schießen, ich schieße hier. So, den Spelunker-Helm kassiert. Schön leben. So, holen wir uns jetzt erst das Item oder machen wir jetzt den Bossraum fertig? Wir machen erstmal den Bossraum, ist jetzt egal. Oh, Hollow. Nicht schön, nicht schön. Ausgerechnet diese... Ah, wenigstens sind hier keine Steine, dann geht das noch. Dann ist das... Wieso... Also, die springen hier aber auch rum. Die machen das ja hier toll. Mann, Mann, Mann. Dass die alle so gemein sein müssen zu mir, weißt du? Ich will hier bloß meine Mutti umbringen und die versuchen hier alle mich aufzuhalten. Oder auch nicht. Vielleicht sind sie auch bloß da, wie bei Mario. Und ich bin hier wieder der Böse. Wer weiß das schon so genau. Oh, jetzt wird er auch noch schneller, oder was? Nee, nee, nee. Lass mich mal in Ruhe. Ich mach doch gar nichts. Ich tu dir doch gar nichts. Ich wein dich bloß an. Merkst du nicht, dass du der Böse hier bist? Ich hab doch nur Angst. Wer sieht denn hier böse aus von uns? So ein kleiner Junge, total verprügelt, mit diesen Rausdrückaugen und der Fliege um den Kopf, oder du? So, schön Stammzellen. Stammzellen sind immer gut. Oh, das sieht ja jetzt schön mutiert aus. Ja, das ist schick. Das ist schick. Dann holen wir uns jetzt erstmal die Kiste. Und schnappen uns dann das weiße Herz. So, hier hin. Oh, und den kleinen Stein freigeschaltet. Aber da ist leider keiner. Schade. Manchmal hat man ja ein Glück, dass dann... Und das erhöht nochmal die Geschwindigkeit. Dass dann so ein kleiner schwarzer Stein irgendwo dann auftaucht, wenn man einen Block zerstört. Der erhöht dann noch ein bisschen den Schaden. Das ist ganz nett. So, jetzt komm. Gib Gas. Wir wollen ja bloß das weiße Herz holen. Um dann noch einen Herzcontainer dazu zu bekommen. Wir brauchen so viele Herzen wie geht. So, daher damit. Das Schöne an Curse of the Labyrinth ist aber nachher, oder war das doch nicht so? Eigentlich müsste es zwei Item-Räume geben, es gibt ja auch zwei Bossräume und man überspringt praktisch ein Level. Man hat praktisch dann zwei Level gespielt, obwohl man bloß ein Level gespielt hat, was ein bisschen größer war. Jetzt am Anfang geht das noch alles. Sorry. Aber wenn das nachher in die tieferen Ebenen geht und da Curse of the Lost kommt, dann ist man... Oder Curse of the Labyrinth. Curse of the Lost hieß das, wo man nichts sehen kann. Wenn dann Curse of the Labyrinth kommt, dann ist man schon so ein bisschen angeschmiert. Aber nur ein bisschen. Wenn man dann nicht tolle Items hat, die einem gerade super helfen. Ach, das sind diese schönen Langhälse. Bestimmt sind die mit Giraffen verwandt oder so. Ansonsten könnten sie das wahrscheinlich nicht. Oh, wie mich alles trifft. Alles nehme ich mit. Oh, oh, oh. Schon lange nicht mehr gespielt hier, oder? Nicht gut. Ja, nicht gut. Mach die da platt. So schön. Mach die platt. Mach den platt. So, gut. Da schwebt noch so ein Köpfchen rum. Der hat sich gesagt, er möchte keine Giraffe mehr sein. Er möchte lieber so ein schwebendes Mistvieh sein. Gut, hier laufen wir ganz bestimmt nicht rein. Vielleicht kann man da noch was bekommen, weiß ich aber nicht so genau. Oh, die Guten. Die Guten, die uns abballern wollen. Die Guten. Ah, die sind ganz schön. Na, man kann diese Technik ja auch bekommen. Wenn man zum Beispiel ein bestimmtes Item ertauscht bei Satan. Das ist auch ganz angenehm. Ah, diese Gehirne, das ist gerade sehr unpraktisch. Sehr, sehr unpraktisch. So. Dann versuchen wir mal. Diese Gehirne schleifen nämlich schön Blut hinter sich her. Und wenn man so klug ist wie ich und da reinläuft, dann kriegt man nämlich schön Damage. Das wollen wir aber nicht. Und deswegen geht's weiter. Oh, schon wieder unsere Schusskanonenfreunde hier. Unsere offenen Bäuche. Oder was auch immer das darstellen soll. Also vom Leben her sieht das auch schon wieder nicht gut aus. Also stellt sich auch an, der Junge. Aber vielleicht finden wir noch schlimmere Gegner. So, ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein ganz gewaltiges Problem und das können wir am besten so lösen. Wenn wir denn mal hinkommen. Wieso drehst du dich um? Was geht dir denn? Komm, das ist nicht cool. Oh. Ja, diese schönen Knights heißen die Viecher. Die kann man nur von hinten treffen oder geschickt mit einer Bombe in die Luft jagen. Tja, Geschicklichkeit haben wir nicht. Deswegen sind wir auch gleich tot. So, jetzt komm. Nein, nein, nein. Bleib weg. Bleib weg. Du sollst wegbleiben. Oh, hier auch diese ganzen Steine im Weg. Wer packt hier so viele Steine in den Keller? Komm, komm. Stirb. Oh, das ist nicht wahr. Nee, wir hauen ganz bestimmt jetzt nicht ab. Das macht alles nur noch schlimmer, als es eh schon ist. Na, jetzt dreh dich um, Junge. Ah, die trifft man immer ganz schwer, finde ich. Ich finde die ganz schön nervig. So, geht doch. Oben oder links? Oben oder links? Wir nehmen links. Das war schon mal super. Wahrscheinlich war es das gleich. Oh nein, nicht sterben. Nicht sterben, kleiner Isaac. Versuch wenigstens zu überleben. Denk an deine Mutti. Die will dich umbringen. Du musst schneller sein. Geht doch. So, noch das Feuer löschen überall. Natürlich kriegen wir keine Herzen. So, und was gibt's? Ein Geisterbaby. Das schießt jetzt noch mit. Wir holen uns jetzt erstmal das eine Herz. Ich hoffe mal, da konnten wir rankommen da oben. Hoffe ich doch. Hoffentlich. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Na toll. Da hätten wir jetzt eine Bombe gebraucht. Wir haben natürlich keine mehr. Das ist praktisch. Oder auch nicht. Schön macht er das. Schön, der kleine Isaac. Schön am Abkratzen. Oh, jetzt ist er tot. Na gut. Das war's denn erstmal. Das war ja richtig super Einstieg. Aber was soll's. Ich freue mich drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es zur nächsten Runde von The Binding of Isaac geht. Und hofft dann mal, dass wir es dann einigermaßen besser über die Bühne kriegen und dann auch Mama ein bisschen zeigen, wie ihre eigene Medizin schmeckt. Bis dahin, alles Gute und man hört und sieht sich, ne?